didn't even get to cross. Ja, moin Freunde, DirectX ist wieder am Start mit einer neuen Folge Forza Horizon 3. Ja, und wie ihr sehen könnt, ich mache heute mal ein Online-Abenteuer und hab jetzt mal hier so eine Random Group gefunden quasi. Ich bin einfach beigetreten. Boah, ich habe gedacht, mal zur Abwechslung vielleicht ein bisschen online was machen. Ja, ist nicht verkehrt. Boah, und ansonsten, ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht und habt Silvester tutti überstanden. Gesund und munter mit neuen Kräften ins neue Jahr. Bei mir ist alles super gelaufen. Und ordentlich gefeiert. Standard halt. Und auch gut reingerutscht, alles tutti. Und dann hoffe ich jetzt mal, dass das hier losgeht. Laufende Veranstaltungen, da wird es dann wahrscheinlich auch noch die Siegerehrung geben. Die müssen wir dann halt nur abwarten. Und schauen wir mal. Ich bin unterwegs mit dem Lamborghini Diablo SV. Der ist sehr, sag ich mal, hecklastig unterwegs. Kurven und so. Ja. Bisschen schwierig, aber mit ein bisschen Eingewöhnung könnte das relativ gut klappen. Ich bin gestern noch ein paar Rennen gefahren und habe online direkt zweimal den ersten gemacht. Allerdings mit einem Wagen, von dem ich es gar nicht erwartet hätte, und zwar den BMW X5. Unaufgemopst, halt in der Klasse den ersten gemacht. Gar nichts dran verändert und so. Ich hatte den Wagen auch noch gar nicht so auf dem Schirm. War eigentlich nicht so einer der Fahrzeuge, die mich unbedingt interessiert haben. Aber ich war angenehm überrascht. In Grundsetting auf jeden Fall ein super Fahrzeug. Da werde ich wohl auch nochmal eine Folge drüber machen und den mal ein bisschen aufmotzen. Da muss man mal schauen, was da so kommt. So, die bekommen jetzt ihre Belohnung. So, hoffentlich geht's jetzt mal langsam los. Ich will ja hier einen Run zur Veranstaltung machen. Bin mal gespannt, was so kommt heute. Und das wird jetzt hier so eine Folge, wo ich nicht weiß, wie es ausgeht. Vielleicht sind da auch recht gute Fahrer. Und gestern war eigentlich eine gute Truppe unterwegs, also war auch eine Random-Gruppe. Und aber war schon fordernd, hat auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht. So Sachen mache ich auch zwischendurch gerne. So, gehört dazu. So, die sind schon auf dem Ritt. So, dann fahren wir mal zur neuen Veranstaltung. Boah, ich bin jetzt ganz hinten natürlich, aber das ist ja jetzt hier bei dem Race quasi scheißegal. So, da kommt einer mit seinem Fahrzeug nicht so wirklich klar. Oh, der SV hier. Ich glaube sogar, das ist der SV. Ja, sie ist das, der SV. Der ist kurvenanfällig. Ja, ist ja gut, Mann. Der Sack. Sack ist er. Sack. Sack. Du Sack. Oh mein Gott. Oh, hier steht auch schon einer querfeld ein. So, ich hätte jetzt abkürzen können, aber mit dem Diablo durchs Gelände, das kommt meist nicht so gut. Und gerade in der Aufnahme ist das ein bisschen blöd, wenn ich da ständig an irgendwelchen Bäumen rumhänge. Aber wie ihr sehen könnt, Autos sind gerade auch ein Problem. Was ist denn los hier? So, ja. Wenigstens sind wir jetzt erstmal angekommen. So, und wie das dann in den Rennen läuft, das werden wir jetzt gleich sehen. So, Veranstaltungen erreicht. Das ist ja schon mal eine Genugtuung hier. Ich bin wenigstens angekommen. Auch nicht schlecht. Nee, ist ja kein Problem. So, wir dürfen auch nochmal gleich am Rad drehen. Stufenaufstieg. So, okay, quer eingestiegen,
Ja, 2900. Der eine hat schon, habe ich jetzt gar nicht richtig gesehen, 40.000 oder 4.000. Auf jeden Fall, der erste hat eine Menge mehr. Aber ist ja jetzt egal. Ich verstehe die Punktekonstellation eh nicht so ganz. Ich glaube immer, wenn man eine neue. Oh, ich fahre von 3. Ist doch nicht schlecht. Immer wenn man eine neue Ding anfängt hier, glaube ich, Online-Session, geht der Punktestand auf 0. So, was ist das denn da für eine Seifenkiste? Ich liebe ja diese Fahrer, die immer rammen müssen, weil sie sonst nicht den ersten machen. So, und ihr seht, mit ein bisschen raushalten ist das auch gar kein Thema hier. Ich verstehe nicht, warum manche ja, immer auf das Mittel zurückgreifen müssen, so wie er jetzt hier. In der nächsten Kurve ist dann eh Schicht für ihn wahrscheinlich und dann muss er wieder von hinten rammen und ja, weil sonst läuft das nicht. So, ich fahre jetzt hier auf ganz solide und ganz gediegen. Versuche auch möglichst keinen zu rammen, wir bleiben ja fair. Ah, jetzt habe ich natürlich den Nachteil, ich habe so eine ja, nicht so gute Strecke gerade hier am Start. Das ist hier nicht so meine Spezialität durch die Wälder und so. Gebe ich zu, da bin ich eigentlich immer relativ schlecht. Aber ich fahre noch solide und habe den Diablo, glaube ich, noch ganz okay im Griff, sage ich mal. Obwohl das jetzt nicht einer der Fahrzeuge ist, sag ich mal, mit denen ich jetzt ja, zu 100% konform bin, also sprich klarkommen. Aber, hier sieht man es, aber noch, ja, noch am Start. So, und da ist die Seifenkiste. Jetzt bin ich auch ein bisschen hier blöd reingekommen in die Kurve, muss ich zugeben. So, der schiebt ordentlich. Warum hat er denn so viel Power? Verstehe ich nicht. Weiß er überhaupt ein Ferrari oder ein Morgan oder was ist das? Ich habe keine Ahnung. Oh ja. War unausweichlich, warum auch immer. Ah, die Haftung geht immer verloren. Oh, was ein Chaosrennen. Solche Rennen hasse ich immer. Gestern die Truppe, die war echt cool. Die sind richtig cool gefahren. Auch nicht mit Rammen und so. Hat richtig Laune gemacht. Aber hier dieser Kids-Treff hier, so was riecht mich immer auf. Also jetzt im Moment nicht. Da bin ich ganz gechillt. Ich habe eigentlich ja, damit gerechnet, dass das vielleicht diesmal nicht so sauber hier abgeht, aber das hat auch ein bisschen mit der Uhrzeit, glaube ich, zu tun. Ich bin gestern relativ spät unterwegs gewesen und ja, das merkt man dann an den Leuten, die unterwegs sind. Der BMW, oder was ist das? BMW? Boah, hier habe ich aber einen Performance-Einbruch gehabt. Was ist das denn, ein BMW oder ein Jaguar? Ich glaube, ein Jaguar. Der hat mich jetzt zwar angetitscht, aber der ist auch relativ ordentlich gefahren. Jetzt hier mit Aufnahmen und so habe ich dann in 4K doch ein bisschen Performance-Einbruch. Da ist jetzt gerade nicht so förderlich. Also ein paar Frame-Drops, aber ja. Das liegt hier wahrscheinlich am Wald etc. und aber eh ein Prozentrennen, aber ja, drauf geschissen. Wir sind Vorletzter. Ganz schlecht eigentlich. Oh, der Ferrari 575, der hat eine gute Zeit hingelegt. Ja, wir sind Vorletzter, aber das Ding ist ja, wir müssen ja hier ein bisschen was raushauen. Da kommen ja noch diese Spielplatzdinger und so, glaube ich. Schauen wir mal. Außerdem hatte der, glaube ich, eh einen Vorsprung, EP-Vorsprung und boah. Das ist dann eigentlich scheißegal jetzt. Wo ich mir gerade unsicher war, ob das der SV ist oder nicht. Ich glaube, es gibt sogar nur den SV im Spiel.
Veranstaltung 3 von 4? Ah, okay, okay. Das war dann die laufende Meisterschaft wahrscheinlich. In der nächsten Runde ist dann wieder Schicht. Ja, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, da werden eh alle zusammengesucht und wow. Da wird, glaube ich, wenn man die, wenn man so rein switcht, ja, wird man dann wahrscheinlich, ja, dann durchgereicht, durchgereicht quasi. Und wenn dann wieder neu dazu switchen, ist halt unfair für die, weil man dann oben steht. Wie gesagt, wo ich das gestern gemacht habe, war es relativ in Ordnung. Mein Gott, so weg. Der Baum war deiner. Ja, ist halt dann ein bisschen blöd. Warum regnet es denn jetzt hier? Was ist los? Oh, da ist wieder der Ferrari. Boah, der geht aber auch ab. Was hat der denn, ey? Der Nitro hier am Start, oder was? So. Übelst versagt der Ferrari. Oh, wir jetzt auch, glaube ich. Oh, nee. Oh, gut bekommen, aber wäre fast in die Hose gegangen. Was wollte ich sagen? Ja, jedenfalls ja, ist dann jeder quasi mal hier mit der Meisterschaft durch und hat dann gewonnen. Also von daher ist das hier alles gar kein Problem. Aber ich dachte mal, zur Abwechslung machen wir mal hier so eine Sonnefolge. Wie lange die jetzt gehen wird, kann ich nicht sagen, weil ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch Bock direkt noch eine Meisterschaft hinterher zu schieben und ja, mal schauen. Je nachdem, wie wir jetzt abschneiden, so jetzt war ich als Erster sogar hier, oder? Ja, das sieht doch gut aus. Das gibt auch, glaube ich, wieder Kohle jetzt und so, aber ja, das ist sind ja eh immer nur so ein paar Credits, so nicht der Rede wert, so Siebter. Ja, das sind immer, die auf den ersten sind welche, die schon wahrscheinlich vorher schon gewonnen haben in, boah, in anderem Meisterschaftsspiel. Ich weiß das nicht mehr so ganz genau. Aber jetzt fängt eine neue an. Und ja, da schauen wir jetzt einfach mal. Also von den Spielplatzdingern finde ich eigentlich die Fähnchengeschichte ganz in Ordnung. Also wo man die einsammeln muss, zum Ziel bringen muss, das geht noch. Aber hier dieses Fähnchen und nicht gerammt werden, das ist zum Beispiel sehr ätzend. Da ist das mehr oder weniger so eine Glückssache, wer als erstes das Fähnchen bekommt und ja, dann nonstop abzuhauen. Ist dann meist nicht so das Problem. Nee, die Meisterschaft ist noch gar nicht zu Ende. Das ist jetzt das letzte Rennen. So, da kann man nochmal alles rausholen. Da hat man nämlich ein Team von 5 Leuten. Und ja, das ist eigentlich ganz gut. Man sieht zwar nicht, welche Member jetzt, oder kann die nicht behalten, welche Member hier bei einem sind im Team, aber... Boah, Seifenkisten, Joe fährt wie der letzte Krampf und nicht nur er, so geil. So, was habe ich jetzt hier? Vorletzten oder was? Nee. Ja, eigentlich müsste man denken, mit Lamborghini hier unterwegs, ja. Da müsste mehr gehen, aber irgendwie war das nicht so die richtige Wahl, glaube ich. Oder ich bin halt noch ungetuned mit dem unterwegs. Vielleicht hat der eine oder andere ein Setting. Boah, da habe ich ja voll versagt. Mann, Mann, Mann. Was ist denn hier los? Vielleicht hat der eine oder andere ein anderes Setting drauf oder was weiß ich. Ich habe hier eigentlich noch nichts gemacht, außer die Streifen da drauf geschossen. Aber, boah, das macht ja leistungstechnisch nicht viel aus. Sieht nur ein bisschen cooler aus. Oh, die Kurven kriegt man doch relativ gut mit dem. So, ja, ich habe jetzt wieder einige überholt gekriegt.
Ah, hier die engen Kurven sind mit dem Problem. Oh, jetzt wird's auch noch nass. Okay, okay. Nicht gerade förderlich. Aber boah, ich mag Motorsound, der ist so richtig aggressiv, so schrill. So. Das ist. Ich finde bei manchen Autos hier finde ich den Sound einfach genial. Der ist so relativ nah an der Realität. Viele haben einen Standard-Motorsound-Sample drauf. Ist dann ein bisschen schade, hört man so raus dann, aber so bei dem oder ja, bei den Ferraris teilweise, auch nicht bei allen, ja, sind dann schon welche, die ziemlich realitätsnah sind, und das gefällt mir. Boah, nee. Okay, voll daneben gegangen, voll daneben. Das ist das bei dem Diablo. Ab und zu hat man, wenn man nicht aufpasst, einen Kontrollverlust. Und wie das Ganze dann aussieht, habt ihr ja gesehen. So, boah, ist das eine schlechte Runde. Ich fahre hier übel schlecht. Also wenn ihr das seht und denkt, was ist das für ein Krampf, was der da fährt? Ja, gebe ich euch recht. Ne, falsches Auto auf jeden Fall. Falsch nicht unbedingt jetzt, aber ich fahre jetzt auch nicht hier gerade so, dass sich das hier gut anfühlt, sagen wir mal so. Aber der Spaß steht im Vordergrund, oder? Wie seht ihr das? Ist jetzt auch keine Selbstberuhigung, das ist das ist eigentlich die Wahrheit. Das ist die Wahrheit, nicht eigentlich. Und ich bin so schlecht mit dem. Aber ich verstehe nicht, ich muss mal gucken, was der da fährt. Das sah aus wie ein Morgen. Wieso der so wegballert? Das gibt's doch gar nicht. So eine komische Karre da. Nix drauf und geht ab wie Schmidts Katze. Da haben wir ja mal schön verschissen. Blaues Team 400 Punkte. Mann. Nee, geht gar nicht. Ist auch nicht gut gefahren von mir gewesen. Gar keine Frage. Aber kann nur besser werden. Da haben wir wieder einen zweiten Wheelspin. Ich muss sagen, hier gibt es ziemlich schnell Stufen aufstiegen. Ja, was auch sonst. Trostpreis wie immer hier. Mann. So, boah, ganz schlecht, ey. Siebter Platz. Peinlich. Aber drauf geschissen. Da hauen wir noch was raus. Ich meine, ich habe bei 4.000 angefangen, stehe jetzt bei 27.000, ist okay. Sorry. So, jetzt muss das hier aber mal ein bisschen schneller gehen. So, fängt was Neues an. Boah, Frosch hier im Hals. Nehmen wir mal Straßenrennen. So einfach ist das. S1, 900, okay, da kommen schon die krasseren Boliden. Ich hoffe mal kräftig, dass sie jetzt alle abstimmen hier für Straßenrennen. Und dann schauen wir mal, was wir für ein Fahrzeug nehmen. Und ich würde sagen, das wird eine längere Folge, aber ich glaube, die vier Herausforderungen, das können wir uns noch gönnen. Warum nicht? Und ich glaube, das sieht schon gut aus. So. Kann ich hier was von meinen Spezialkisten nehmen? Leider nicht. Spezialkiste ist raus. Wäre der Nissan GT-R gewesen. Was mit dem? Geschwindigkeitsfähigkeitenbonus. Okay. Nein, ich war zu spät. Wir kriegen einen zugewiesen, aber ist auch okay.
Ich finde das gar nicht so schlimm zwischendurch. So wie gestern mit dem X5. Ich hatte keinen gewählt oder nicht geschafft. Keine Ahnung, Zeit war abgelaufen. Habe ich den X5 bekommen und so kommt man manchmal auch auf Autos, ja, die man vielleicht noch nicht gefahren hat, vernachlässigt hat oder jo, gar nicht beachtet hat und ja. Dann ja, sind wir wieder bei Lamborghini gelandet, diesmal einen anderen. Was ist das? Murcielago, glaube ich. Aber ja, war doch jetzt auch nicht verkehrt, weil der fährt sich relativ gut. Kann man jetzt schon so sagen, also. Merklich nicht schlecht. Aber ich, ja, der NSX, der drängelt. Ja, hier ist es beispielsweise, fällt mir gerade auf. Ey, was ist los? Ich fahre Murcielago. Was ist er denn hier? Range Rover. Aber mit was für ein Karacho? Gibt's doch gar nicht. Habt ihr das gesehen? Jedenfalls, oh, wo war ich denn stehen geblieben? Ja, ist manchmal auch nicht schlecht, wenn man da mal so einen Wagen zugewiesen bekommt. So, ich glaube, das war das, was ich sagen wollte. Habe ich jetzt rausgehauen. Genau, Motorsample. Hier ist das nämlich wieder so, hört sich genauso an wie der Diablo. Ist wieder dasselbe Sample, finde ich jetzt nicht so toll, aber ja, ist okay. Aber jetzt bin ich mal gespannt, so mit wem bin ich denn unterwegs? Ich bin Team Blau, okay. Bin ich mal gespannt, ob ich genauso scheiße abschneide. Beschissen. Okay. Boah, was für eine Chaosfahrt hier. Ist wieder ähnlich wie vorhin. Mann, Mann, Mann. Jetzt fahre ich hier hinterher, oder was? Nein. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich muss mir echt überlegen, ob ich die Folge überhaupt hochladen will. Also wenn er seht, dann habt ihr Glück. Nee, Spaß beiseite. Aber boah, das ist hier. Das ist hier anstrengend gerade. Ehrlich, ernsthaft, muss ich mal so sagen. Ja, müssen wir hier wieder zurück oder was? Ja, ich kann die. Der kommt gar nicht aus dem Quark. Ja, ich rede gerade keine Sätze zu Ende, weil ich mich gerade ein bisschen aufreg. Und zwar darüber, wie das gerade sein kann. Wie das gerade sein kann, ja, dass so ein komischer Jeep mal eben locker an mir vorbeizieht hier. Das ist doch hier so ein, wie heißt das nochmal? So ein Scheunenfund. Der kann nur getuned sein oder was weiß ich, aber das ist trotzdem so. Oh, ey, bitte. Das ist trotzdem so mega unrealistisch. Andersrum, gestern, mit dem X5 kam es mir auch ein bisschen seltsam vor, dass ich mit dem X5 so flott und solide unterwegs war. Weil unter anderem. Ja, ist beendet. Weil unter anderem bin ich da. Okay, was ist da los? Warum nur zwei im Ziel? Sind die anderen noch unterwegs oder was? Weil die anderen, ja, die waren mit Ferrari etc. unterwegs, ich mit BMW X5 und dann auf den ersten, also muss man nicht irgendwie so ganz verstehen. Keine Ahnung.
So, da, Toyota FJ40, das ist der doch. Warum geht der so ab? Leute, vielleicht könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben. Ich steig da gerade nicht so durch. Ich bin jetzt auch länger nicht online gefahren, aber was ist da los? Sind da Cheater oder was? Wie kann der denn so abgehen? Unglaublich, oder? Also, ich weiß nicht, kommt mir ein bisschen seltsam vor. So, da werde ich schon wieder hier angeschoben. Ah, nee, nee, nee. Da, zieht euch den Toyota rein. Gibt's doch gar nicht. Nee, schreibt, wenn ihr da Bescheid wisst oder einen Plan habt, dann schreibt mir das mal bitte in die Kommentare, was hier los ist. Ich fahr Vollgas. Gut, da kommt nicht gerade viel raus aus der Schüssel. Ich fahr 280, aber ich bin hier ja am Ende. Jetzt 300 und ja, der Toyota geht mal eben, was geht der? 400 von 0 auf 100 eine Sekunde oder was? Ich sehe den noch nicht mal mehr. So, jetzt habe ich mal leider Bockmist gebaut, war nicht ganz so fair, aber ist mir jetzt auch ein bisschen egal, gebe ich zu. Weil fair ist gerade hier nicht angesagt. So ist da war das Miststück. Wieder den ersten. Das ist doch nicht Standard hier. Habe ich so auch noch nicht erlebt. Keine Ahnung. Wer sich jetzt denkt, ja, was reg ich sich so auf und so, ich reg mich nicht auf. Das ist ja, so ein bisschen gehobenere Laune, sag ich mal. Ärgerlich natürlich, ja, wenn es sich wirklich um Cheater handelt, ich weiß gar nicht, ob man hier boah, cheaten kann, dann wäre das natürlich blöd, weil das hasse ich immer in Online-Spielen. Warum? Weil macht das Spielprinzip kaputt. Ganz einfach. Eigentlich soll es ja darum gehen, wer der Bessere ist. Und ja, mit Cheats ist das ja nicht schwer, ne? Aber okay. Miserable Leistung hier. Jetzt zieht euch den Toyota rein. Was ist denn bei mir? Okay. Okay. So, da hat sie den ersten schon rausgehauen. Ah, mich fast. Hey, was ist los? Schön hier über so eine Bodenwelle weggedriftet, oder was? Boah, jetzt bin ich raus. Und überfragt, absolut überfragt. Normalerweise geht's doch gar nicht, sind die Fahrzeuge so abgestimmt, dass alle ungefähr in der gleichen Range sind, oder nicht? Ich meine, ich fahre nicht zum ersten Mal online, aber jetzt schon seit längerem nicht mehr und ja, kommt mir irgendwie alles ein bisschen komisch gerade vor. Weil Toyota geht ab wie Sau, so ein komischer, ja, wie heißt das, so ein Dodge Charger ist das, glaube ich, geht auch ab wie Sau. Ja, der kann abgehen wie Sau, gar kein Thema. Der hat natürlich auch ordentlich Leistung, aber ich meine. Oh, da bin ich auf Abwägen. Okay, ja, relativ seltsam. Aber da werden wir uns jetzt gar nicht weiter dran hochziehen. Macht eh keinen Sinn. Ich fahre das jetzt zu Ende und ja, dann schauen wir einfach mal, was Sache ist. Oh, ich komme mit dem Murcielago hier überhaupt nicht klar. Merkt er wahrscheinlich.
Wenn ich sehe, wie der fährt, ne? Dann, okay. das ist hier so eine Ballergang, glaube ich. Ohne Rücksicht auf Verluste einfach schön gerade durchziehen. So, da sind wir hier. Okay, haben wir nichts gerissen. Boah, ich muss mal schauen, wie viele Spiele sind es denn noch? Ich glaube, ja, wieder Stufenaufstieg. Ich glaube noch eins, ne? Oder? Bin mir nicht sicher. Jetzt mal Wheelspin wieder den Trostpreis abholen. Ja, sicher. Wieder. Okay. 14.000 Credits. Yeah. Oh, auch nicht schlecht. Okay. Zwei stehen eigentlich noch ja, auf dem Plan. Soll ich die noch fahren? Ja. Die gönnen wir uns jetzt. So, dann mal hier, ja, da hat der Subaru schon verlassen, ist verständlich, aber ja, das mache ich jetzt noch zu Ende hier. Ich weiß, könnte wieder abkürzen hier. Machen wir jetzt auch mal, ist drauf geschissen, wir fahren jetzt auch mal querfeld ein hier. Ich sehe schon, jetzt habe ich die falsche Ecke erwischt, hier kommt man scheiße durch. Ich sehe schon, hier fährt eh alles querbeet. Ja, schade eigentlich, immer solche Aktionen. Boah, ich mag das eigentlich, mit Leuten zu fahren, ja, die solide Rennen fahren, fair fahren und so. Aber das hat man dann halt eher selten, was eigentlich schade ist. Gerade in so einem Spiel bringt das mega Laune. Und ja. Ganz schlecht abgeliefert, diese Folge hier. Ich habe gedacht, oh, gestern, coole Aktion, da nimmst du sowas mal auf und ja, was dabei rauskommt, sieht man gerade so. Aber ich hoffe, das ist trotzdem ein bisschen unterhaltsam und nicht zu langweilig für euch. Ja, wie ich auch gesagt habe, ihr seht, ich bin auf 3, das ist, ich hatte es ein bisschen anders in Erinnerung. Das ist, ja, man steigt automatisch auf. Irgendwann hat jeder mal die Meisterschaft gewonnen. Gestern war allerdings der Zufall, dass ich ja unten angefangen habe und mich dann hochgearbeitet habe. Und, ja, war ganz okay. Hat Spaß gemacht. Heute hält sich der Spaß eher in Grenzen, muss ich sagen. Aber wir fangen nichts an, ohne das zu Ende zu bringen. Und deswegen ziehe ich das jetzt durch hier. Und ich bin da sogar guter Dinge, dass wir in dieser Meisterschaft hier, dass wir die noch mit, ups, Schluck auf, dass wir die noch mit nach Hause bringen hier, oder mitnehmen, besser gesagt. Ja, so kann es auch mal gehen, kann nicht immer alles positiv verlaufen, auch Scheitern gehört dazu. Und ja, da ich mit den Lamborghinis jetzt, ja, sag ich mal, mit dem Murcielago hier überhaupt nicht vertraut bin, ist das okay. Alles im Rahmen, würde ich sagen. Oh, hier Toyota, natürlich. Das Geile ist, ich weiß nicht, was der da fährt. Vielleicht hat er auch einen 10 Liter Motor da drin. Jedenfalls kommt er gar nicht klar damit, so wie das Auto hin und her fährt. Und er muss noch rammen und unfair muss er auch noch sein. Das ist doch ein feines Ding, so. Jetzt habe ich hier alles verpasst. Alles, was geht. Aber da war ich nicht der Einzige. Da waren jetzt alle mit hinten dran. Hat man gesehen, alle sind hier gespawnt. So, jetzt bin ich sogar... Oh, nee, hier auf dem ersten. Weil alle dran vorbeigeschossen sind. Und jetzt muss ich versuchen, sauber hier auf 1 zu bleiben. Und da ist es wieder passiert, so ein Scheiß. Nee, da kann ich jetzt wirklich nicht drauf stolz sein, hier auf die Folge.
Das ist ja mehr Krampf wie fahren. Da geht ja gar nicht hier. Oh, da habe ich gedacht, mache ich jetzt mal hier eine Online-Session und ja. Das kommt dabei rum, ey, das gibt's doch gar nicht. Natürlich wird es da trotzdem Multiplayer geben, gar keine Frage. Werde ich auch zwischendurch machen, ist ja auch kein Problem, ist ja manchmal ganz lustig. Aber ja, so also manchmal ist ja sehr schlecht. Also muss man da noch was sagen? Ah, nee, geil. Einmal Chaos-Runde pur hier. Boah, ich gehe auch locker an dem GTR vorbei. Also irgendwas passt doch hier nicht. Und der Toyota, geht ab wie Sau. Der GTR müsste eigentlich schon an mir vorbeigezogen sein. Gehe ich mal von aus. Ja, jetzt kommt er langsam. Ach, das gibt's gar nicht. Was ist denn hier los? Ist hier ja, Fahrzeug-Setting nach Wahl oder werden die hier random vergeben oder was? Weil Toyota ist auf 5. Ah, McLaren auf 1, okay, der geht auch am besten ab, denke ich. Sehr seltsam, aber okay. Kann ich mitleben. Wer sich fragt, tja, warum ich gerade so wenig Kohle am Start habe. Ich habe 1,2 Mille ausgegeben und zwar für den Ferrari F40. Den habe ich mir mal gegönnt. Ja, und der wird dann in einer der nächsten Folgen irgendwann auch zu sehen sein, denke ich. Und ja, so langsam arbeite ich mich kohletechnisch auch wieder hoch. Auch kein Thema. Jetzt bin ich auf dem 4. Okay. So, ein Rennen müssen wir noch machen und ja, oder ein Spiel, weiß nicht, keine Ahnung. Müssen wir mal gucken, was auf dem Plan steht. Nette Lackierung der GTR. Was soll das, Mann? Oh, Kids Country hier, ey. Und dann zu doof zum Ziel hier zu fahren, weißt du? Das sind mir die richtigen. Nichts gegen Kids oder so, aber manchmal ist es echt nervig, dieses Rumgetrolle hier. Ah, durch die Mitte sollte es gehen, aber. Boah, Kamikaze hier. Boah, hat mit Racing gerade nicht viel zu tun. Ja, würdest du mich mal hier bitte so respawnen oder keine Ahnung? Ja, festgefahren. Super. Okay. Komm auch nicht runter hier. Oh, jetzt dreht sich was. Okay. Ja, kann nicht knicken, ey. Ja, Wahnsinn. Ja, müssen wir laufen lassen. Zeit abgelaufen. Kein Bonus. Boah. Heute ist echt spezial. Alles spezial. Also wer Forza nicht kennt und diese Folge hier von mir als erstes sieht, von dem Spiel generell, einfach nicht abschrecken lassen, ist ein super Spiel, macht auch eine Menge Laune, aber das ist gerade hier nicht so das, was standardmäßig läuft bei Forza. So geht's nicht immer ab, aber ja, kommt auch vor, kann man nichts machen. Und ja, so ist das eben.
40 Minuten läuft die Folge schon. Da muss auf jeden Fall jetzt hier schnell was passieren, weil die Folge wird sonst zu lang. So, was bin ich denn hier? Rot, blau? Ja, blau ist immer schlecht. Blau verliert immer. Glaubt er nicht? Dann schaut mal jetzt am Ende. Keine Ahnung. Ich habe so die Erfahrung gemacht, wenn ich blau bin, verliere ich immer mit dem blauen Team. Blau ist so für mich dann immer verlierermäßig am Start. So, jetzt ist der Toyota irgendwie langsamer. Oder was ist los? Und die Karten neu gemischt? Alter! Da sind 5 Bäume! 4 davon kann man zerstören. Am 5. bleib ich hängen. Ah, da hat es einen rausgedreht. Okay. Ja, der Baum ist Treffpunkt für alle. Okay. Ja, irgendwie habe ich so das Gefühl, der Wagen, der ist ja nicht schlecht. Der geht auch gut ab. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich fahre hier mit dem allen hinterher. Vor allen Dingen Gas ist durchgetreten. Bis zum Anschlag hier. Und ja. Jetzt bin ich vorbei. Aber nur weil ja, der macht da gerade so eine ja, Spazierfahrt ins Grüne. Vor allen Dingen, das Geile ist, der hat so ein schwammiges Handling irgendwie. Das ist überhaupt nicht präzise. Was ist denn da los? Er fährt sich ja wie, was ist denn jetzt hier? Ach, da ist noch ein anderer. Was wollte ich sagen? Der fährt sich echt schwammig, überhaupt nicht präzise und das macht die ganze Sache nicht einfacher. Ey, da werde ich von hinten wieder angeschoben. Was will der denn hier? Ist der dumm oder was? Was ist los? Gibt's nicht schon irgendwie eine Neuauflage von Destruction Derby oder so? Vielleicht hat er das falsche Spiel gekauft. Ich weiß nicht. Aber es nervt. Muss ich mal so sagen. Ey. Hammer, Hammer. Schlechteste überhaupt. Und sag ich, Blows Team wieder verloren. Was auch sonst. Was auch sonst. So, ja. Nee, ganz einfach. Ich hatte die Idee, wollte das auch mal zeigen. Ja, ihr habt gesehen. Wer bis hier geguckt hat, Hut ab, muss ich schon sagen. Treuer Zuschauer, Daumen hoch für dich, wenn du das bis hierhin geguckt hast. Nee, war jetzt ja nicht so die Knallerfolge. Aber mein Gott, warum soll ich nicht auch sowas mal zeigen? Ist halt so, wie es ist. So, ich könnte das jetzt auch alles schnipseln und alles auf schön, aber nee, mach ich nicht. Weil das wär's ja nicht, was das gewesen ist, quasi. Das war scheiße. Aber okay. So, dann würde ich sagen, ja, wir sind durch. Folge ist zu Ende. Ja, danke fürs Durchhalten. Hat dir die Folge trotzdem gefallen, lass mir einfach einen Kommentar da oder schreib einfach irgendwas dazu, was dir auf dem Herzen liegt. Tipps und Tipps. Vorschläge für andere Sachen sind auch immer willkommen und ja, lass einen Daumen hoch da. Und falls du noch nicht Abonnent bist, darfst du mich auch kostenlos gerne abonnieren. Ansonsten würde ich sagen, mit einer normalen Folge sehen wir uns eventuell zum nächsten Mal. Bis dann.